Menschen mit Familien und Freunden. Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, um denjenigen, die uns umgeben, eine bessere Zukunft zu bieten. Ich bin ein Linker. Ich setze links ins Bild. Einige von uns bezeichnen sich als fortschrittlich, andere als konservativ. Manche von uns sind gläubig, andere wiederum nicht. Einige von uns folgen klar definierten Ideologien, manches unter uns sind unpolitisch, aber wir sind alle besorgt und wütend angesichts der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektive, die sich uns um uns herum präsentiert. Die Korruption unter Politikern, Geschäftsleuten und Bankern macht uns hilf- als auch sprachlos. Und diese Situation ist mittlerweile zur Normalität geworden. Tägliches Leid ohne jegliche Hoffnung. Doch wenn wir uns zusammentun, können wir das ändern. Es ist an der Zeit, Dinge zu verändern, Zeit miteinander eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Deswegen treten wir eindringlich hierfür ein. Gleichheit, Fortschritt, Solidarität, kulturelle Freiheit, Nachhaltigkeit und Entwicklung sowie das Wohl und Glück der Menschen müssen als Prioritäten einer jeden modernen Gesellschaft gelten. Es gibt Grundrechte, die unsere Gesellschaft gewähren muss. Das Recht auf Wohnung, Arbeit, Kultur, Gesundheit, Bildung, politische Teilhabe, freie persönliche Entwicklung und das Recht auf Konsum von Gütern, die notwendig sind, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen. In ihrem momentanen Zustand sorgen unsere Regierungen und das Wirtschaftssystem nicht für diese Prioritäten, sondern stellen sogar auf vielerlei Weise ein Hindernis für menschlichen Fortschritt dar. Die Demokratie gehört den Menschen. Demos ist gleich Mensch. Kratos ist gleich Regierung. Wobei die Regierung aus jedem Einzelnen von uns besteht. Dennoch hört uns in dieser Welt der Großteil der Politiker überhaupt nicht zu. Politiker sollten unsere Stimme in die Institutionen bringen, die politische Teilhabe von Bürgern mit Hilfe direkter Kommunikationskanäle erleichtern, um die gesamte Gesellschaft den größten Nutzen zu erbringen. Sie sollten sich nicht auf unsere Kosten bereichern und deswegen vorankommen. Sie sollten sich nicht um die Herrschaft der Wirtschaftsgroßmächte kümmern und diese durch ein Zwei-Parteien-System erhalten. Alleine nicht. Und ja, ich bin da, glaube ich, auch die Gier nach Macht.